Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Gesundheitsfernsehen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Heute freue ich mich auf einen Experten für die hyperbare Sauerstofftherapie. Und wir haben uns heute als Schwerpunkt die Problematik Post-Covid und Post-Vac vorgenommen, von dem ja sehr viele Menschen betroffen sind. Bei mir ist Dr. Med. Reinhard Treise und er ist Inhaber des Sauerstoffzentrums Nordost. Und ich freue mich darauf, von ihm mehr dazu und vor allen Dingen natürlich Lösung für Betroffene zu hören. Also ich lade Sie ganz herzlich ein, bleiben Sie dran, wir starten gleich. Lieber Dr. Med. Reinhard Treise, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Ja, danke. Ich habe schon eingeleitet, was heute unser Schwerpunkt ist und was auch eben dein Ansinnen ist, Post-Covid- und Post-Vac-Patienten hilfreich zur Seite zu stehen mit deiner hyperbaren Sauerstofftherapie. Aber du hast noch einen Schritt weiter gedacht oder beziehungsweise hast auch festgestellt, dass da die Sauerstofftherapie alleine nicht ausreicht. Ist das korrekt so? Das ist korrekt so. Ja. Und was ist dir dabei eben explizit aufgefallen? Warum ist das so? Nun, gerade die Patienten, die von Post-Covid-Post-Vac-Problematik haben, die haben ja ein gemeinsames Symptom. Die Symptompalette ist ja sehr breit, ja? Mhm. Aber ein gemeinsames Symptom haben sie alle in verschiedener Ausprägung. Das ist Fatigue. Ja? Und Fatigue ist also Erschöpfung, ja. Die Erschöpfungszustände, die können leicht sein, dass Leute zwar ihrer Arbeit nachgehen können, aber nach der Arbeit also völlig erschöpft sind und was sie vorher machen konnten, eben nicht mehr ausführen können. Tischtennis spielen, joggen, Kino gehen, was weiß ich. Die sind wirklich sehr eingeschränkt und quälen sich auch die Treppe hoch und so. Das sind so, sage ich mal, noch die leichten Fälle. Die schweren Fälle sind natürlich die schon dauerhaft bettlägerig sind. Da haben wir auch, das Buch haben wir jetzt nicht zur Hand, aber da gibt es eben auch die große Gruppe, die sich organisiert hat und der nicht genesen. Mhm. Bundesweit organisiert sind sie und die versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Das geht tatsächlich in die Hunderttausende. Und das sind also wirklich massive Nebenwirkungen in einer großen Anzahl von Menschen, die davon betroffen sind. Die ganze Palette, die habe ich bei mir. Ich muss noch mal dazu sagen, die milde hyperbare Sauerstoff, nicht die medizinische. Ja? Ja. So, weil die milde hyperbare Sauerstofftherapie eben das Immunsystem mit den geringen Drücken das Immunsystem unterstützt, während wenn man hohe Drücke anwendet, das Immunsystem gedrückt wird. Das ist ein ganz gravierender Unterschied, der fast allen nicht so bewusst ist. Also es hat alles seine Berechtigung, das eine wie das andere. Das eine wie das andere, ja. Die Hyperbare hat mit Sicherheit Berechtigung bei schweren Brandschäden, bei schweren diabetischen Schäden. Mhm. Ganz klar. Das ist, aber sie hat keine Berechtigung oder sie ist erfolglos bei diesem Problemkreis der Post-Covid. Ja. Naja, und ich habe am Anfang festgestellt, dass eben diese Fatigue-Problematik sehr schnell rückläufig war unter der milden Sauerstofftherapie. Mhm. Ich erinnere eben eine Lehrerin, 38 Jahre alt, zwei Kinder, die war nicht mehr in der Lage, war ein Jahr schon krankgeschrieben, aus dem Dienst genommen, ja, freigestellt, wie auch immer. Die konnte die Hände nicht mehr bewegen, die konnte ihren Kindern nicht mehr Brot schmieren und so. Die kam zu mir, war ganz überrascht und sind ja viele überrascht, da auf dem Dorf plötzlich so eine Einrichtung vorzufinden. Ja? Mhm. Und hat es dann ein paar Tage gemacht. Es geht gleich weiter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber wir möchten an dieser Stelle Ihnen ein paar Highlights aus einer ganz besonderen Sendung noch präsentieren. Und wenn es Sie genauso begeistert, wie es mich begeistert hat, dann klicken Sie auf diese Sendung, schauen Sie sich an und nehmen Sie diese Mitteilungen mit. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Das ist eine Zeitbombe. Wir haben jetzt schon in der Schweiz eine Übersterblichkeit von 20% im Schnitt. Das wird sich deutlich erhöhen.
Und das sind keine besonders guten Aussichten. Ich sehe Krankheitsbilder seit 2 Jahren, die habe ich nie gesehen. Das sind Krankheitsbilder in der Kombination, die sind absolut ungewöhnlich. Und nach 5 Tagen war die gesamte Symptomatik weg, ja. Das war, nach 5 Tagen war alles weg. Die hatte, kriegte für 3.000 Euro kriegte die Rheumamittel und alles, was alles diagnostiziert. Nach 5 Tagen war sie praktisch beschwerdefrei fast. Wir haben es dann 10 Tage gemacht. Aber nach 3, 4, 5 Wochen traten die Beschwerden wieder auf, aber nicht mehr so stark. Ja? Und nun hatte ich mich inzwischen natürlich auch belesen und so weiter. Und wir kommen dann, der Begriff ist ja nun auch schon auch in der Presse, Spikopathie. Ja? Wir kommen ja jetzt dazu, dass die Spikopathie und Spikes sind ja das Resultat der Impfung. Bei der Impfung wird ja eine modifizierte RNA in den Körper gebracht, die entgegen der anfänglichen Behauptung, dass sie nur am Ort der Impfung wirkt, die verteilt sich allerdings in den ganzen Körper. Die Impf-RNA ist in Nanopartikel gepackt und kommt also auch überall an. Und in die Muskulatur, die Muskelzellen werden umprogrammiert und produzieren Spikes. Und die Spikes lösen ja eine Antikörperreaktion aus, Bildung von Antikörpern. Soweit ist es ja auch erstmal in Ordnung. Allerdings hat man diese Impf-RNA stabilisiert. Also es gibt eine italienische Studie, die glasklar beweist, dass die Mehrzahl, mindestens die Hälfte der mehrfach Geimpften dauerhaft, also über Jahre Spikes im Körper hat. Und sie haben im Prinzip so eine Dauerentzündung dann im Körper. Ja? Es werden immer wieder Spikes nachproduziert und immer wieder bilden sich Antikörper. Das ist langfristig nicht Sinn und Zweck. Sinn und Zweck einer Impfung ist, dass sich Memory Cells bilden, T-Zellen, die diesen Prozess speichern und sagen, okay, wenn wieder so ein Antigen da ist, dann die Antikörperproduktion hochfahren. Ja? Aber wenn ich dauerhaft das Antigen da habe, funktioniert das nicht. Da drücke ich mich mal so aus. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass die umprogrammierten Zellen dass die jetzt Spikes produzieren, dass die ja in unseren Organismus nicht gehören und unser originäres Immunsystem die als fremd erkennt und die dann bekämpft. Das ist ja seine Aufgabe. Wir haben, man sagt, so 50.000 Mutationen pro Tag. Die müssen beseitigt werden durch unser Immunsystem, wenn es denn intakt ist. Und diese so, und damit löst man natürlich auch mit dieser Prozedur auch eine Autoimmunreaktion aus. Also das ist eine schwere Schädigung. Und ich weiß heute mit Sicherheit, wenn ich die Spikes nicht beseitigt kriege, dann wird der Mensch auch nicht gesund. So, das ist so. Das stellen wir einfach mal so in den Raum. So, und nun war dann die nächste Schwierigkeit, ein Labor zu finden, das auch tatsächlich nachweist, dass eben noch Spikes da sind. Das war auch ein monatelanger Prozess, bis ich auf ein Labor gestoßen bin, dem ich vertrauen kann. Ich habe also, es gibt verschiedene Methoden der Spike-Bestimmung, die aber, das ist meine Erfahrung, nicht zuverlässig sind. Und ich kann ja nur jemanden endgültig zur Gesundheit führen, wenn ich ein Kausal und meine Vorgehensweise ist wirklich vorsichtig sein, dem Patienten nicht schaden und heilen. Das ist so, dass nach diesem Dreiklang versuche ich wirklich zu arbeiten. Und da passten eben offen die Erfolge, die man mit der Sauerstofftherapie erzielt hatte, nicht mit der Symptomatik, die dann noch verblieb, zusammen. Ja? Also war da noch was. Ja? Und es waren dann die Spikes. Ja, und wir arbeiten jetzt mit einem Magdeburger Labor zusammen.
das also sehr differenziert. Da muss man auch schon wieder weitergehen. Sie können also die Spikes im Blut haben, ja, im Plasma haben. Man kann die Spikes aber auch in den Immunzellen haben. Das ist gut, wenn man sie in den Immunzellen, da werden sie abgebaut, das sind die Makrophagen. Man kann aber auch die Spikes in den Exosomen haben. Exosomen, das sind auch wieder Nanopartikel im Zellstoffwechsel, die also Zellstoff Endprodukte aus der Zelle ausschleusen. Und da die Spikes ja auch in den Zellen sind, wenn sie in den Exosomen sind, werden sie ausgeschleust, kommen in die Immunzellen und werden dann eliminiert. Mhm. Also wenn man die da findet, dann weiß man, dass die Spikes da sind, insbesondere wenn sie eben in den Immunzellen, in Plasma noch sind. Und dann weiß man, dass man sie reduzieren muss. Ich komme gleich drauf, wie man das macht. Aber sie können aber auch die modifizierte RNA, also die Impf-RNA, noch nachweisen. Ja? Das geht auch. Und wenn man die Impf-RNA nachweist, weiß man, das ist die Quelle, die muss ich ausschalten. Ansonsten werden ja immer wieder Spikes produziert. Ich kann hier Plasmapherese machen. Ja? Da säubere ich das Blut erstmal von Antikörpern und auch von Spikes. Aber langfristig, wenn ich die Ursache nicht beseitige, kommt es wieder. Also ist die Plasmapherese ein sehr teures Verfahren mit einem geringen Nutzen. Das hilft sicherlich einigen Menschen, die schwer betroffen waren, wenn die erstmal zwei, drei Monate eine Ruhephase hatten und ihr Körper sich ein bisschen normalisieren konnte, wenn die nächste Welle kam. Ja? Mhm. Da gibt's ein paar Beispiele, aber man wird damit nicht dauerhaft gesund. Ja? Naja, da gibt es zum einen, um die Spikes zu eliminieren, gibt es das Medikament Ivermectin. Mhm. Das ist 2015 hat der Japaner Emuro dafür den Nobelpreis gekriegt. Ist weitestgehend der Öffentlichkeit nicht mehr bekannt. Mhm. Man hat natürlich eine große Kampagne auch gegen das Ivermectin gemacht. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber Ivermectin niedrig dosiert. Es wird eben auch als ist ein Antiparasitikum. Es wird eben zum Beispiel als Wurmmittel in jeder Apotheke erhältlich. Ja. In einer geringen Dosierung, etwa 12 Milligramm täglich, kann man das über mehrere Tage geben. Und es bindet sofort die Spikes, weil die Spikes haben auf ihrer Proteinhülle, das ist ein Protein, haben ein bestimmtes Protein, das sind Glykane. Und das Ivermectin hat auch auf seiner Hülle Glykane, mhm, und die ziehen sich wie Magneten an. Aha. Das heißt also die Spikes neutralisieren sofort im Blut befindlichen das Ivermectin. Ja, genau. So rum ist es natürlich. So. Das ist der eine Aspekt, aber da ja die Spikes und auch die Impf-RNA inzwischen auch intrazellulär sind, kann man das dann aber über eine Frequenz machen. Die ist auch von einem deutschen Forscher schon nachgewiesen worden. Und die ist installiert auch im Reifplasmagerät, über das wir vielleicht nachher nochmal separat sprechen. Mhm. Und diese Frequenz ist also in der Lage, auch intrazellulär, sowohl die Spikes als auch die Impf-RNA zu eliminieren. Das funktioniert. Das dauert 14 Tage. Wir verfahren jetzt so, dass alles, was auf eine Post-Vac-Infektion hindeutet, und das laufen noch sehr viele Menschen damit rum, leichte und schwere, dass wir also, die Laboruntersuchung dauert mindestens 10 bis 14 Tage. Wenn sich jetzt Patienten bei uns melden, verschicken wir denen das sind spezielle Heparinröhrchen, wo das Blut
rein muss, ja, bei der Blutabnahme. Mhm. Wir verschicken den Anforderungsbogen von dem Labor in Magdeburg mit. Mhm. Der Patient geht zu Hause zu seinem Hausarzt, mhm. muss das Montag, Dienstag machen mit Express, DHL Express. Ja, geht er schnell hin, damit das nicht verworfen wird. Ja. Damit es bis Mittwoch, Donnerstag da ist. Wenn das Wochenende dazwischen, dann funktioniert das nicht mehr. Und dann können wir eine gezielte Therapie bei Post-VAC machen. Manche haben auch nur Post-Covid, das gibt es natürlich auch, noch immer. Die Problematik erläutern die ja schon am Telefon oder so, ja. Mhm. Und wenn sie dann zu mir kommen, dann mache ich immer eine Stunde, anderthalb Stunden mache ich dann eine Anamnese. Eine Anamnese halte ich für sehr wichtig, ja, weil auch viele Nebeneffekte sind. Denn wir haben... Wir haben ja einmal den Komplex Fatigue, dann haben wir den Komplex, wenn wir jetzt sowas behandeln, dann haben wir diesen ganzen Spike-Komplex, den wir im Auge haben müssen. Und dann haben wir noch einen dritten Komplex, der auch weitestgehend untergeht. Wir haben ja eine Situation, dass das Immunsystem des Patienten schwer geschädigt ist. Mhm. Und es kommen also ganz Teil Infektionen, die wir dauerhaft haben. Ja? Wir haben Herpes dauerhaft, Herpeserreger im Körper. Mhm. Wir haben Borreliose, da gibt es verschiedenste Erreger dauerhaft im Körper. Ja? Mhm. Zoster, es gibt verschiedene Erreger, die jetzt Zytomegalivirus, ja? Da gibt es verschiedene Erreger, die jetzt durch das geschwächte Immunsystem sich entwickeln, mhm. und auch wieder eine Krankheitsproblematik entwickeln. Ja. Ja? So. Und die muss man auch versuchen zu erfassen. Das gelingt auch, mhm. das will ich jetzt nicht weiter erläutern, mhm. aber das muss man auch im Blick haben. Ja? Mhm. Und da habe ich, also ich hab jetzt im letzten halben Jahr zum Beispiel fünfmal haben wir inzwischen Leute mit Wurmbefall. Ja? Die haben massiv Darmwürmer, ja? Die sonst nicht da sind. Das Mikrobiom des Darmes ist stark geschädigt. Sie haben bei vielen vermehrten Candida-Bildung. Ja? Das sind alles so Dinge, die zu dem ganzen Unwohlbefinden, ja, beitragen. Ja? Mhm. Und auch die muss man, ne? Borreliose habe ich mehrere Fälle, wo die Borreliose arbeitet. Ja? Und neben Fatigue eben auch ein wesentlicher Punkt ist, ja, den man dann mit beseitigen muss. Es reicht nicht nur dann Fatigue zu beseitigen, man muss auch dann die anderen Dinge. Aber man muss schrittweise das Ganze machen, man muss auch das Ganze ganzheitlich so im Auge haben. Und deswegen halte ich auch von dem, wenn ich das mal so sagen darf, von dem Begriff Alternativmedizin nichts. Ich denke mehr, das ist eine begleitende Medizin, die man macht, ja, mhm. aber keine Alternativmedizin. Ja. Ja? Ist, ja? Ja. Und man wird dann immer gleich als Alternativmediziner, mhm. ich lehne die Schulmedizin in keins, ich lehne bestimmte Dinge ab, die inzwischen tatsächlich, ja, aber trotzdem bleibt die Schulmedizin immer das Fundament oder, ja, so, ja? Und das andere ist dann eben, wie gesagt, eine begleitende Medizin. Und so ja, glaube ich, integrativ, sollte man sehen. Ja, genau. So. Mhm, genau. Komplementäre, ja, Medizin, so vielleicht. Ja. Aber bei Post-VAC und Post-Covid ist aber trotzdem diese hyperbare Sauerstofftherapie, ja, natürlich, immer Bestandteil, ne? Ja, natürlich, weil wir haben ja alle Fatigue. Eben. Das habe ich ja gesagt. Ja. Wir haben dieses Dreiklang, wir haben Fatigue, mhm. dann haben wir Großteil noch mit noch die Spikes. Und dann haben wir noch bei einem Teil der Patienten noch die Nebenerkrankungen, ja, die aber relativ stark ausgeprägt sein können, wegen weil dem schwachen Immunsystem. Schwach ist, ja. Ja. Verstanden. So, diese Sachen muss man, mhm, so sehen, und da kann man natürlich auch schulmedizinisch einiges dann machen. Ne? Ja. Ja, wenn jetzt jemand das kommt wieder auf die Schwere der Erkrankung dann, ja, an, also Post-VAC und Post-Covid. Ja. Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, wie lange dauert dann so eine Therapie? Nein, das kann man nicht. Das kann man nicht sagen. Mhm. Das kann man wirklich nicht sagen. Also 14 Tage ist erstmal sowieso die Grundtherapie. Mhm. 14 Tage braucht man, und in den 14 Tagen sehen die Leute dann auch tatsächlich enorme Fortschritte und können dann entscheiden, mache ich nochmal 14 Tage, mhm, oder mache ich erstmal eine Pause oder so.
Es hängt von der Schwere ab, absolut. Mhm. Ja? Häufig reichen 14 Tage. Okay. Aber nicht, aber auf keinen Fall immer. Nein, nein. Das ist, hängt von der Schwere ab, ja. Ja. Wer da 2 Jahre im Bett gelegen hat, ja, oder schon 2 Jahre krankgeschrieben ist, ja, den kriegst du in 14 Tagen nicht wieder auf die. Aber dem hilft bei den 14 Tagen schon ganz schön, dass er wieder partiell ins Leben zurückfindet und dann schrittweise weiter, ja. Mhm. Gerade wir haben aus dem Umfeld von Rostock kommen die Leute dann natürlich dann immer noch mal in der Woche und so und dann wird das auch langsam was und ich habe bestimmt schon mehrere Dutzend wieder so weit gebracht, dass sie nicht nur in ihrem sozialen Leben wieder angekommen sind, sondern auch in ihrem Arbeitsleben, ja, dass sie auch wieder das berufstätig sind, ja. Ja. Das geht. Ja. Ja, dann fängt man mit dem Hamburger Modell an. Ich habe mehrere Polizisten, die dann nach dem Hamburger Modell arbeiten und dann wieder voll arbeiten können. Lehrerinnen, die Frauen sind ja stärker betroffen. Das ist auffällig, dass Frauen stärker betroffen sind von der ganzen Problematik. Woran liegt das? Das weiß ich nicht. Okay. Kann ich nicht sagen. Ist deine Erfahrung. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Das deckt sich aber auch mit der Literatur. 2 Drittel der Frauen und 1 Drittel Männer. Das ist unfair. Man kann nicht alles erklären. Nee. Dazu hast du auf jeden Fall dein Sauerstoffzentrum Nordost ins Leben gerufen. Ja. Und das sehen wir jetzt auch schön. Das ist ein altes Schloss. Ne? Ja. Und im unteren Teil sind die Therapieräume. In der mittleren Etage, das andere ist Souterrain, haben wir die Therapieräume. Wir haben auch einen sehr schönen Rittersaal wieder aufgearbeitet. Mhm. Ja, da habe ich aber, als ich das im abgebrannten Zustand erworben hatte, konnte man auch den Himmel sehen. Ja? Ja, also das war schon ganz schön heftig. Ist aber auf der Homepage auch drauf, so glaube ich, die Brandschäden. Mhm. Und wir haben im oberen Bereich 11 Zimmer. Die Behandlung dauert die Tagesbahn ungefähr 6 bis 8 Stunden am Tag. Oh, ja? So lang? Mhm. Ja, natürlich. Auch die Niedrigfrequenztherapie nach Reif. Also die Tschechische Universität Brno hat da ein Gerät entwickelt auf der Grundlage von Reif. Das ist durch die EU gefördert worden. Mhm. Und die haben auch noch eine bestimmte Formel entwickelt, zur Frequenzfindung beiträgt. Mhm. Und die haben ca. 4200 Krankheitsbilder eingegeben, die unterstützend wirken. Das ist ein extra Feld, das kann man jetzt so gar nicht mehr arbeiten. Nee, dann aber schauen wir nochmal extra. Ja, also das ist sehr, sehr unterstützend. Also insbesondere eben auch, was eben die Beseitigung dieser Impf-RNA und der Spikes angeht. Mhm. Ja? Mhm. Nö, und die Leute, wichtig ist, dass ich Leute aus dem Umkreis natürlich behandle. Aus Rostock ist ja auch keine kleine Stadt, über 200.000 Einwohner. Und wir haben ja viel Mund-zu-Mund-Propaganda. So groß Werbung mache ich gar nicht. Mhm. Weil ich bin ja auch noch kommerziell ein bisschen tätig. Also das übersteigt sonst auch mein zeitliches Volumen, das sowieso jeden Tag so 14 Stunden ist. Aber man muss auch wissen, wenn wir jetzt diese Fatigue-Beseitigung machen, ja, der Sauerstoff muss wirken, der Körper muss dann auch ruhen, das muss arbeiten. Ja? Verstehe. Ja? Und wenn dann eben Leute, wie gesagt, ich hatte also jetzt Leute aus der Nähe von Wismar, aus der Nähe von Lübeck, die gesagt haben, oh, das ist ja nicht weit hier, wir sind an der A20, ja, 40 Minuten bin ich in Wismar, ja, was weiß ich, 1,5 Stunden in Lübeck oder gar nicht mal 1,5 Stunden. Wenn ich ganz schnell fahre, bin ich sogar 1,5 Stunden in Hamburg. Ja. Da ist ja vieles freigegeben. Mhm. Nein, aber das ist ja dann schon wieder Anstrengung. Ja? Das ist schon wieder Energie. Das mache ich nicht. Die aus der Nähe von Rostock kommen, okay, die können abends nach Hause fahren. Aber die von weiter her sind, und wir haben inzwischen, ob das nun aus Stuttgart ist oder aus Flensburg oder Fulda,
was weiß ich. Ja, es gibt ja keine, es gibt ja keine Lösung für diese Problematik. Und wenn man da eine Lösung drin und dann sieht, dann müssen die oder schlafen, kriegen die oben ein so Hotelzimmer, müssen sich selber versorgen, das kriegen wir nicht hin. Mhm. Aber die sind gut ausgestattete Zimmer mit Dusche, Toilette, Fernsehen, Pantry, dass man sich auch ein bisschen was machen kann oder so, ja. Und der Park ist da, ein kleiner See ist da, entspannt. Schaltet ab von einem weiteren Umfeld, mit dem man ja ohnehin über die verschiedenen Kommunikationswege in Kontakt ist. Und das wird sehr gut angenommen. Ja, sagen super, so. Ja. Vielleicht schauen wir noch ganz kurz mal in die Therapieeinrichtung, beziehungsweise hier sind so deine Kammern, ne? Ja, die Kammern. Da haben wir die zwei Kammern. Inzwischen haben wir schon mehr Geräte für die milde Kältetherapie. Ja, ist auch die ein haben Teil. Wir, haben wir in der vorigen Gespräch schon mal besprochen. Ja, richtig. Das würde jetzt zeitlich noch mal wieder. Genau, ja. Aber das ist eben diese Geschichte mit diese Therapieinstrumente. Mhm. Ich glaube, wir haben auch noch ein Bild das nächste noch. Ja, genau. Mhm. Das ist dieses von der Tschechischen Universität Brno entwickelte Niedrigfrequenzgerät. Das gibt mehrere Hersteller, auch in Amerika gibt es inzwischen Hersteller, die Niedrigfrequenzgeräte anbieten. Mhm. Und hier in dem Plasma wird Plasma erzeugt und dann wird eine Frequenz erzeugt. Und wir sehen, das ist also der Frequenzbereich ist wirklich niedrig, vom 1 Hertz bis 900 Kilohertz. Das ist also deutlich weniger als die Handys abgeben, die ja auch nicht so, die auch ein paar Schäden machen können, drücken wir uns mal so aus. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich das noch vielleicht anführen kann, wenn man das Handy ständig am Ohr hat, kommt es zur Agglutination von Erythrozyten, also von, es gibt das Geldrollenphänomen, nennt man das. Also die Blutplättchen verklumpen sich und dadurch hat man wieder weniger Sauerstoffaufnahme möglich. Also man sollte nach Möglichkeit, man sollte, um das zu vermindern, die Lautsprecherfunktion einstellen und das Handy einen halben Meter weghalten. Kann man auch kommunizieren, macht man natürlich nicht, wenn welche mithören oder so oder um andere zu stören. Aber man sollte primär diese Möglichkeit nutzen. Wir können das Handy jetzt nicht mehr aus unserem Leben verbannen. Das wäre auch sicherlich nicht so zielführend. Aber man kann also den Schadenseffekt so vielleicht etwas vermildern. Mhm. Und hier ist es so, es können in der Regel auch zwei Leute, wenn das gleiche Krankheitsbild ist, behandelt werden. Ungefähr ein Meter links und rechts baut sich dieses Spannungsfeld auf. Was? Ist berührungslos. Berührungslos, ja, man legt sich hin. Man muss viel trinken, damit die Leitfähigkeit. Wir machen, das habe ich jetzt bisher noch nicht so erwähnt, ich mache inzwischen aufgrund auch der Erfahrung bei allen erstmal eine Entgiftung, also drei Tage. Drei Tage müssen sich alle reinlegen, jeden Tag. Ja? Und wir können mit dem Gerät wirklich eine enorme Leber- und Nierenreinigung erzeugen. Mhm. Das merken die Patienten auch, dass der Urin plötzlich völlig anders riecht, unangenehmer riecht. Ja? Ich habe Patienten, ungelogen, die eine ganz starke Medikamentenbelastung hatten. Aber eine Dame, die ist in der Charité vollgehauen worden mit Medikamenten, die hat grünen Urin gehabt. Die hat zu mir gesagt, wie kann das sein? Ja, sag ich, sie haben so viel aufgenommen. Ja? Das ist auch ein Standard, dass ich am Anfang immer diese Entgiftungsgeschichte mit. Ich habe das am Anfang nicht so geglaubt. Ja? Ich bin auch langsam nur reingekommen in diese Kiste, sage ich mal. Ja? Aber ich habe es dann gesehen, ja? Dass es unwahrscheinlich wirkt. Und natürlich wir laufen ja alle schon mehr oder weniger ein paar Jahrzehnte hier rum. Ja? Und unser zivilisatorisches Leben bringt ja doch
erhebliche Belastungen, egal wie man sich ernährt oder wie gesund man sich ernähren will. Ja. Wenn ich jetzt nur mal die An manchen Dingen kommen wir nicht vorbei. Ja. Wenn ich die Getreidefelder sehe, die da, wo kein Unkraut mehr ist, wo keine Mücke mehr ist und so weiter, ja, was man da nach wie vor, wie man das bearbeitet, dann kommt man ja nicht umhin, dann doch ein Teil dieser Herbizide, Pestizide irgendwo aufnehmen, auch wenn man versucht, mehlarm zu essen oder was. Also es ist eben doch sehr viel Belastung, Schwermetallbelastung, der man eben unterliegt. Und da kriegt man wirklich ganz heraus. Und natürlich, wenn ich die Leber und die Niere gereinigt habe, funktioniert natürlich alles wieder besser. Ja? Ja. Also das schalten wir immer vor. Mhm. Immer. Super, ja? Wunderbar. Sag uns noch ganz schnell, sei so lieb, die Website, wo die man Webseite mehr Informationen findet. Die Webseite ist ganz einfach Sauerstoffzentrum Nordost. Da habe ich jetzt in den letzten Monaten zunehmend nur noch Patientenmeinungen eingestellt, weil ich das authentischer finde, als wenn ich was erkläre. Ja. Und da kann sich jeder so sein Bild machen, er kann auch anrufen. Die Mitarbeiter beraten dann auch. Sehr schön. Und dann kommt man dann so Schritt für Schritt vielleicht weiter. Ne? Super, okay. Vielen herzlichen Dank, dass du viele Synergieeffekte hier zusammengebracht hast, um das Thema Post-Covid, Post-Vac zu behandeln und damit Patienten toll helfen kannst. Herzlichen Dank. Bitte. Okay. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche. Jawohl. Danke. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie bei uns waren und sich für dieses Thema interessiert haben. Ich wünsche Ihnen im Namen meines Gastes Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und schauen Sie gerne auch das nächste Mal wieder rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte hier registrieren Sie Vicky Sana, denn damit können Sie alle Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche genießen und abonnieren Sie auch hier den YouTube-Kanal. Das verbreitet diese Sendung noch viel, viel besser. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.